Die NPD sollte verboten werden, denn sie ist eine zutiefst antidemokratische und rassistische Partei. Ich bin aber dennoch explizit gegen ein NPD-Verbot, weil das nach meiner Auffassung keinen Sinn macht. Ich halte es für dringend erforderlich, dass die NPD verboten wird. Ich würde ein Verbot nicht generell ausschließen. Ich bin nur der Meinung, dass eine Verbotsmaßnahme Ultima Ratio sein kann. Zwei Gründe, aus denen die NPD gegen die Verfassung gerichtet ist und nicht nur verfassungsfeindlich, sondern verfassungswidrig ist. Das erste ist, die NPD hat ein menschenverachtendes Programm, das widerspricht unserem Grundgesetz. Und das zweite ist, die NPD hat das Ziel, unsere Demokratie, unseren Rechtsstaat abzuschaffen. Und auch das will sie mit kämpferischen Mitteln erreichen. Es wird kein einziger Nazi deswegen weniger dadurch, dass man die NPD verbietet. Aber es wird möglicherweise eine Pause geben oder ein Abbrechen geben der gesellschaftlichen Debatte über Rechtsextremismus. Also nach dem Motto, wir haben die NPD jetzt verboten, was diskutiert ihr jetzt noch weiter über Neonazis? Wir haben ja unseres getan und jetzt hört mal auf zu nerven. Denn Rechtsextremismus ist ein sehr, sehr unpopuläres Thema. Ein NPD-Verbot wäre nicht nur für die NPD, sondern für die gesamte, auch militante rechtsextreme Szene ein herber Rückschlag. Es würden keine rechtsextremen Aufmärsche unter dem Label der NPD mehr stattfinden können. Wir hätten diese rassistische, unerträgliche Kampagne nicht mehr im öffentlichen Raum bezeichnet als Wahlkampfplakate. Und wir hätten keine mehr als NPD-Veranstaltung getarnten rechtsextremen Konzerte mehr. Dagegen spricht aber ein demokratietheoretisches Argument. Und dieses Argument lautet, dass man dem Volk nicht vorschreiben kann, ja, in welchen Parteien es sich organisiert. Denn das Volk ist der Souverän. Und dann komme ich halt zu dem Ergebnis, okay, im Zweifel ist auch ein Parteiverbot möglich, wenn alle anderen Möglichkeiten der geistig-politischen Auseinandersetzung ausgeschöpft sind. Und diese Auseinandersetzung ist noch längst nicht erfolgreich abgeschlossen. Also man kann heute noch nicht sagen, dass alle politischen Maßnahmen getroffen worden sind, sodass uns als letzter Ausweg eigentlich nur das Verbot bleibt.